Manche Menschen mit Fibromyalgie wenden ja die Guaifenesin-Therapie an. Vielleicht hast du bisher noch nichts von dieser Therapie gehört und bist neugierig, dann klick später einfach mal die Links an, die ich hier noch angeben werde dazu. Da erfährst du mehr darüber. Ja, ich selbst bin schon seit 9 Jahren in dieser Therapie und profitiere, wie viele andere auch. Und in diesem Video geht es um Pros und Kontras dazu, wann es Sinn macht und wann es keinen Sinn macht, diese Therapie anzuwenden. Vielleicht hast du dir auch schon mal Gedanken darüber gemacht, darüber nachgedacht und ja, vielleicht bietet dir dieses Video dann ja eine Orientierung. Ja, ein bisschen ist das so wie mit dem Impfen. Entweder bist du davon überzeugt, dass es dir nutzt, oder du bist eher skeptisch, dass es dir schadet. Es gibt natürlich auch noch ein paar weitere Punkte zu beachten, auf die ich noch eingehen werde. Ich will dich in diesem Video nicht zu dieser Therapie überreden. Das ist nicht mein Anliegen. Das macht auch gar keinen Sinn, denn dann würde die Therapie wahrscheinlich auch gar nicht funktionieren. Ich möchte versuchen, das Für und Wider darzulegen und mit dir Erfahrungen und Meinungen auszutauschen. Und ja, ich bin natürlich nicht ganz neutral. Ich bin überzeugter Therapieanwender, aber ich war selbst auch mal ein Skeptiker dieser Therapie. Und so ist dieser Beitrag für dich ja vielleicht ganz interessant. Ich werde jetzt erstmal darüber sprechen, was für die Therapie spricht und dann darauf eingehen, welche Aspekte man berücksichtigen sollte bei seiner Entscheidung, die Therapie nun durchzuführen oder nicht. Und ich gehe zum Schluss dann noch darauf ein, wann man denn besser Abstand von der Therapie nimmt oder was eben auch dagegen spricht. Ja, was spricht für die Therapie? Der wichtigste und entscheidendste Punkt dürfte sein, die Guaifenesin-Therapie kehrt viele Symptome der Fibromyalgie um. Ich gehe jetzt nicht so weit zu sagen, dass jeder beschwerdefrei wird. Das stimmt sicherlich nicht. Aber viele Symptome verschwinden oder gehen deutlich zurück. Und es gibt viele Menschen, die davon profitieren. Und das sogar weltweit, nicht nur in Deutschland. Das kann man einfach nicht von der Hand weisen. Das ist einfach der gewichtigste, ja, Grund letztendlich, mit der Therapie zu beginnen. Und Guaifenesin hat eben auch schon wirklich vielen Betroffenen geholfen. Es gibt meines Wissens nichts, was bei Fibromyalgie so erfolgreich ist wie Guaifenesin. Vielleicht noch ein bisschen die Ernährung, das spielt natürlich, wer mich kennt, weiß, das spielt für mich auch eine Rolle. Und ja, es gibt natürlich auch Menschen, die mit der Guaifenesin-Therapie nicht so gut vorankommen. Aber meistens gibt es dafür auch Gründe, wenn es nicht richtig läuft. Ja, ich habe schon mehrere Videos zur Therapie gemacht und hier ist jetzt der erste Link dazu und zwar zu einer Playlist, das heißt eine Sammlung von Videos zu diesem Thema Guaifenesin-Therapie. Dort findest du viele Infos zur Therapie und interessant ist auch, dass bei vielen Videos Kommentare unten drin stehen von anderen Therapieanwendern. Schau da gern mal rein, was die da so schreiben, wenn dich das interessiert. Ja, und vielleicht schreibt ja auch der ein oder andere mit Therapieerfahrung unter dieses Video. Für die anderen Interessierten, das wäre natürlich super. Das wäre eine gute Unterstützung. Ja, das war schon mal der erste Punkt. Was gibt's noch? Was spricht noch dafür, Guaifenesin zu nehmen? Mir fällt noch etwas ein, und zwar der Begründer der Therapie, der ist Arzt. Und ich kenne keinen Arzt, der sich besser mit Fibromyalgie auskennt, der besser darüber Bescheid weiß als Dr. St. Amang. Und er hat auch noch eine Lösung dafür, nämlich die Therapie mit Guaifenesin. Und nicht nur das, er ist selbst betroffen von Fibromyalgie. Er ist inzwischen über 90 Jahre alt. Ich weiß das genaue Alter nicht, deshalb muss ich immer sagen, er ist über 90. Ja, und er wendet das Guaifenesin selbst an, seit Jahrzehnten auch. Und er hat in seinem Berufsleben Tausende von Patienten, Fibromyalgie-Patienten, erfolgreich mit Guaifenesin behandelt. Das ist sicherlich auch nicht außer Acht zu lassen, dass. Ja, das ist einfach eine Tatsache. Ja, was noch? Wenn man im Buch von Dr. St. Amang seine Theorie liest, dann ist das alles sehr einleuchtend. Auf die Theorie gehe ich genauer ein in diesem Video. Das kann ich nicht immer in allem unterbringen, das sprengt dann einfach irgendwann auch den Rahmen. Aber hier erkläre ich genau, was es mit der Theorie auf sich hat. Und diese Theorie ist einfach mal ein ganz anderer Blickwinkel als das, was sonst allgemein so alles als Erklärung für Fibromyalgie herhalten muss. Es ist nur eine Theorie, das sagt Dr. St. Amang auch selbst, es ist nichts nachgewiesen, aber das Ganze ist eben verhältnismäßig erfolgreich. Ja, und wir haben eine Facebook-Gruppe, in der viele Leute sind, die Guaifenesin nehmen. Und wenn du Lust auf Austausch hast, einfach mal erfahren möchtest, wie denen das damit so geht oder ergangen ist, dann komm einfach zu uns in die Gruppe. Da findest du auch, wenn du die Suchfunktion benutzt, viele Beiträge zu diesem Thema.
Und das ist vielleicht für dich interessant. Komm gern dazu, du bist herzlich eingeladen. Jetzt möchte ich auf die Aspekte zu sprechen kommen, die man bei der Entscheidungsfindung eben so berücksichtigen sollte. Denn die spielen einfach auch eine gewichtige Rolle. Das eine ist, die Therapie ist etwas komplex. Wenn man erfolgreich sein will, dann braucht es eine gründliche Vorbereitungszeit. Man kann also leider nicht einfach so jetzt das Guaifenesin besorgen und schlucken und dann funktioniert das Ganze. Leider ist es etwas komplizierter. Man muss gut in das Thema eintauchen. Und das ist mit Fibromyalgie ja nun auch nicht so immer so einfach. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ein weiteres Ding ist, man muss ein paar Opfer bringen. Denn es gibt Stoffe, die das Guaifenesin in seiner Wirkung stark einschränken können oder sogar komplett blockieren. Man muss zum Beispiel aufhören zu rauchen. Man darf keinen Tee mehr trinken und auch keine Säfte. Es gibt einige Pflegeprodukte, Kosmetikprodukte, die man nicht mehr nehmen kann, weil da einfach Stoffe drin sind, die das Guaifenesin blockieren. Und da gibt es zwar auch Alternativen, aber da muss man sich dann auch vom Gewohnten trennen und sicherlich geht man da in dem einen oder anderen Fall auch einen Kompromiss ein. Ja, und es gibt auch ein paar Nahrungsergänzungen, die problematisch sein können und all das macht diese Therapie eben auch etwas komplex. Auf der anderen Seite steht aber die Symptomlinderung und die Beschwerdefreiheit, die man in manchen Bereichen dann eben auch erreicht. Und ja, das ist dann der Lohn, den man dann erhält. Ja, und es gibt ansonsten eben auch noch Selbsthilfegruppen und erfahrene Betroffene, die Therapieeinsteiger bei all dem unterstützen. Ja, nun kommen wir zum dritten Punkt. Wann sollte man die Therapie nicht starten? Es gibt zum einen zwei Erkrankungen, die da ein Problem sind. Das eine ist Myasthenia gravis, das ist eine Autoimmunerkrankung. Und das andere ist eine Niereninsuffizienz. Nicht Nebenniereninsuffizienz. Niere und Nebenniere sind zwei völlig verschiedene Dinge. Die Nebennieren heißen nur Nebennieren, weil sie auf den Nieren sitzen. Die haben aber mit den Nieren nichts zu tun. Also es geht nicht um Nebenniereninsuffizienz, sondern um Niereninsuffizienz und um Myasthenia gravis. Bei beiden Erkrankungen sollte man mit dem Guaifenesin nur in Begleitung eines Arztes starten. Unbedingt empfehle ich das, nicht einfach auf eigene Faust. Ja, und was auch noch wichtig ist, Guaifenesin hilft nur bei Fibromyalgie und bei Chronik-Fatigue-Syndrom. Und es kann eben auch noch den Schleim lösen bei Erkältung und bei Atemwegserkrankungen. Bei anderen Erkrankungen ist Guaifenesin wirkungslos. Das sollte man auch noch wissen. Manche haben einfach mal andere Beschwerden eben auch und denken sich, vielleicht funktioniert das Guaifenesin auch bei mir. Aber wie gesagt, nur Fibromyalgie, CFS und eben irgendwelche Atemwegserkrankungen oder Erkältungen. Ja, und dann gibt es meiner Meinung nach noch einen Grund, die Therapie nicht anzuwenden. Und zwar, wenn du von vornherein eine große Skepsis hast, ich vergleiche das mal wieder mit der Impfung, wenn du von vornherein eher abgeneigt bist und du eher nach Gründen suchst, die dagegen sprechen, als nach denen, die dafür sprechen, dann wirst du dich mit der Therapie wahrscheinlich nie richtig wohlfühlen und nie richtig anfreunden können. Und diese Menschen, die machen dann meist ihr eigenes Ding aus der Therapie, wandeln wichtige Vorgaben ab, weil ihnen irgendwas nicht logisch erscheint und scheitern dann. Und das Scheitern ist dann für sie auch der Beweis dafür, dass die Therapie nicht funktioniert. Ich denke, eine gewisse Skepsis ist völlig normal und ich finde das auch okay. Und ich finde es auch okay, wenn man sich kritisch damit auseinandersetzt. Aber man sollte es besser lassen, wenn einen das Ganze nicht überzeugt. Denn ja, es gibt keine erfolgreiche Studie. Die Therapie ist schulmedizinisch nicht anerkannt. Demgegenüber stehen nur diese Menschen, die weltweit mit der Therapie erfolgreich sind. Wem das nicht reicht oder wer da nicht hinterstehen kann, der schafft die Therapie nicht. Denn Disziplin ist wichtig, Durchhaltevermögen ist wichtig, das ist alles erforderlich, damit die Therapie gelingt. Und das ist meiner Meinung nach alles nicht machbar mit zu viel Skepsis. Ja, ich war ja auch mal skeptisch. Als ich das erste Mal auf die Therapie aufmerksam wurde, da habe ich es gleich wieder verworfen. Ich habe gedacht, das ist sowieso schon wieder irgendwas, was sowieso nicht funktioniert, wie alles andere vorher auch. Ich habe schon so viel ausprobiert und ich bin da gar nicht weiter groß eingetaucht und habe das wieder verworfen. Einfach, weil ich sicher war, dass da jemand hintersteht, der das große Geld mit einer Sache macht, die in Wirklichkeit gar nicht richtig funktioniert. So habe ich es eben in der Vergangenheit mit vielen anderen auch schon erlebt. Und ich bin dann anderthalb Jahre später wieder auf Guaifenesin gekommen, zufällig durch Internetrecherche.
Und ja, und dann habe ich zufällig gesehen, dass Guaifenesin ja apothekenpflichtig ist, dass man es also nur in Apotheken bekommt. Und das hat mich dann dazu gebracht, mich mehr damit zu beschäftigen. Dann habe ich eine Gruppe gefunden, in der Therapieanwender waren und berichtet haben und Erfolge hatten. Und mit denen ich mich dann auch ausgetauscht habe. Und dann habe ich irgendwann selbst mit der Therapie bekommen. Und ich hatte in dieser Zeit viel Unterstützung von anderen erfahrenen Betroffenen. Und das gebe ich heute das gebe ich seit vielen Jahren an andere weiter. Vielleicht gibt es ja auch noch weitere Gründe, die für oder gegen die Therapie sprechen, die ich gar nicht genannt habe, an die ich gar nicht gedacht habe, die aber vielleicht für dich ein Thema sind. Dann schreib mir doch einfach in die Kommentare. Und ansonsten kann ich nur sagen, schön, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Und ich freue mich auf dich beim nächsten Mal. Mach's gut.